Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein schönes Mount hier aus Torghast. Und dazu habe ich euch hier diese Schlundratte rausgesucht. Das ist einmal hier die kolossale Schwarzklauen-Schlundratte. Und wo wir die herbekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir müssen als allererstes einmal hier in den Schlund und dann nach Torghast rein. Und dort gibt es jetzt einen neuen Flügel, und zwar schimpft sich der Jailer's Gauntlet im Englischen. Und dort müssen wir, wie bei den normalen Flügeln in Torghast, einmal uns hochspielen. Und zwar gibt es da insgesamt 8 verschiedene Flügel. Wir müssen auf, oder 8 verschiedene Schwierigkeitsgrade, sagen wir es mal so. Und wir müssen insgesamt auf Schwierigkeitsgrad Nummer 4 hoch. Wir werden uns gleich anschauen, wo das genau ist. Zuvor würde ich sagen, gucken wir uns mal die anderen Schlundratten noch an, die wir uns holen können. Schlundratte. Insgesamt gibt es, wie ihr seht, 5 Stück. 4 davon habe ich schon. Die drei anderen, die ich habe, habe ich euch auch schon vorgestellt in Videos. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt da nochmal kurz die an. Und ich gehe nochmal kurz zumindest darauf ein, wo man die kriegt. Also, dann haben wir erstmal hier diese ein bisschen silbern gehaltene Schlundratte. Die bekommen wir aus einer Vorratskiste raus. Und zwar sind es die schlundgebundenen Vorratskisten. Die gibt es einmal in Serra Mortis. Überall, wo die schlundgebundenen sind, meistens in den Wüstengebieten. Die stehen einfach rum, kann man looten. Hat aber, glaube ich, eine 1%ige Dropchance oder ein bisschen geringer. Habe ich euch aber auch schon mal im Video gezeigt. Dann haben wir diese schöne schwarz gehaltene mit den roten Augen, was ich am allerschönsten finde von diesen Schlundratten. Und die kriegen wir, wie gesagt, durch den Spießrutenlauf des Kerkermeisters, so heißt es im Deutschen, auf Ebene 4. Wo das gleich ist, werde ich euch zeigen. Dann haben wir hier diese hellere Schlundratte mit den, ja, so lila Augen, würde ich jetzt mal sagen. Die kriegen wir quasi in Torghast, in den normalen Torghast-Wings, auf Ebene 13 und höher. Kann random droppen. Ich glaube, ich habe keine 10 Runs gemacht und dann hatte ich sie. Also das geht tatsächlich relativ gut. Hatte ich euch auch schon im Video gezeigt. Und dann haben wir noch hier diese bisschen grünliche Schlundratte mit den gelben Augen. Und die kriegen wir von Ruf. Das ist ein Mount eines Rares in Serra Mortis. Da hatte ich euch aber auch schon ein Video zu gezeigt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dieser Rare ist quasi hier in der Mitte, kann einer von 3 Rares kann quasi spawnen. Dieser Rare ist halt dann Iska, den wir brauchen, und der hat Ruf als Mount dabei. Hier könnt ihr auch übrigens diese Kisten ganz gut farmen. Also wenn ihr euch da aufhaltet, macht es recht viel Sinn. Und dann haben wir noch eine letzte Schlundratte, und zwar bekommen wir die dann, wenn wir alle 16er Mark los haben, sind 6 Achievements. Ich habe davon 4 jetzt, muss jetzt mal noch eine Woche warten, und dann gibt es quasi die goldene noch. Und dann, ja, haben wir alle 5 Schlundratten aus Patch 9.2 beisammen. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz, wo der Eingang ist und wie das, wo man da rein muss. Für einen Jailer's Gauntlet. Den ganzen Run zeige ich euch in dem Video nicht. Ich werde den aber extra meinen 4er hochladen. Und dann könnt ihr gerne reingucken. Ne? Das ist dann zwar kein richtiges Guide-Video, also mein Run, weil, ne, ich kann nicht für jede Klasse das erklären, was ihr am besten pickt, aber für den Guardian und vielleicht ist für die eine oder andere Klasse das auch von Vorteil, einfach so ein bisschen den Run zu sehen. Halt, das ist das Falsche. Doch, das ist das richtige Spießrutenlauf, seht ihr. Auf Stufe 4 bekommt man quasi das Mount. Es gibt vorher auch noch ein Pad und ein Toy, was man sich quasi auch noch holen kann. Genau, im Endeffekt läuft es so, man hat auch 8 Ebenen in diesem Spießrutenlauf, und auf jeder Ebene kämpft man oder ist man in einem Bossraum und kämpft eigentlich hauptsächlich gegen Bosse, beziehungsweise zwischendrin kommen noch ein paar kleine Waves, aber der Hauptfight ist eigentlich Bosse. Im Endeffekt sind es 8 Ebenen, Boss 1 spawnen, Boss 2 spawnen, paar Ads spawnen, Boss 3 spawnen, Boss 4 spawnen, paar Ads spawnen, also die muss man einfach mal weghauen. Single-Target-Schaden macht da tatsächlich Sinn, zwischendrin kann man ein bisschen erehen, manchmal hat man auch 2 Bosse gleichzeitig, ist eine nette Sache und geht deutlich schneller als ein normaler Torghast-Flügel, würde ich jetzt mal behaupten. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Guide. Wie gesagt, wenn ihr den Run an sich sehen wollt, den lade ich euch heute auch noch hoch. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter tigern. Es gibt ja insgesamt, wie gesagt, 8 verschiedene Flügel. Und ich gucke mal, wie weit ich da noch komme. Ich denke mal, wenn ich die nächsten Flügel hier abgeschlossen habe, dann kann ich die euch auch noch zeigen. Gut, das war's mit dem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.